Melanie, du hast ja gerade schon gemerkt, dass es um was Wichtiges geht. Ich bin hier, weil ich auf der Suche nach deiner Mama bin. Mhm. Für mich natürlich die wichtigste Frage, wie geht's deiner Mama? Nicht so gut. Also sie ist krank. Sie hat vor 18 Jahren Parkinson bekommen. Mhm. Und dadurch ist Gehen, Sprechen, alles sehr schwierig. Also sie ist Pflegefall tatsächlich. Hilfst du ihr viel? Ja. Also mein Stiefvater und ich, wir kümmern uns eigentlich immer um sie und machen alles. Weißt du viel über die Familiengeschichte deiner Mutter? Nicht wirklich viel. Also ich weiß, dass sie die ersten Jahre im Heim groß wurde und die Großeltern väterlicherseits praktisch sie dann in jungem Alter wieder da rausgeholt haben. Da wurde sie dann auch groß. Also das weiß ich. Glaubst du, dass sie selber viel weiß? Oder auch nicht so? Ich glaube es auch nicht. Sie hatte mir mal erzählt gehabt, dass die Großeltern ihr das anfangs irgendwie gar nicht so gesagt hatten, mhm, dass sie die Großeltern sind. Und weil dann Freunde gefragt haben, damals in der Kinder halt, ne, ja, warum hast du einen anderen Nachnamen wie jetzt deine Groß- oder deine Eltern? Und dann hat sie eigentlich erst Fragen angefangen. Also dann wurde ihr das eigentlich erst klar. Das heißt, du weißt auch nichts darüber, dass sie einen Halbbruder hat? Nein. Sie hat einen Halbbruder. Beide haben dieselbe Mama. Okay. Und das ist Karl. Mhm. Und der sucht nach ihr. Okay, das ist ja schön. Ja, genau. Und deswegen bin ich hier. Okay. Ja. Du denkst, sie weiß davon gar nichts? Nee, also sie hat auf jeden Fall nie irgendwas erwähnt oder gesagt. Also ich, mhm, kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass, mhm, sie davon was, sonst hätte sie mal was erzählt. Ja. Was ist deine Mama für ein Mensch? Sie ist ein ganz liebevoller, liebenswerter Mensch. Sie liebt alle ihre Enkelkinder und findet sie ganz toll. Und ja, also auch für mich immer. Bessere Mama kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Freust du dich für die Mama ein bisschen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich finde es echt schön, mhm, dass sie da jetzt doch noch jemanden letztendlich hat. Melanie, meinst du, es ist möglich, deine Mama heute noch zu treffen? Wenn du in 2-3 Stunden noch mal kommen könntest hierher, dann würde ich sie hierher holen. Ich glaube, das ist angenehmer für sie als jetzt irgendwie. Gar kein Problem, ich richte mich da und ganz nach euch. Und hier kennt sie ja alles. Wenn das okay wäre, dann klar, super, kein Problem. Super okay für mich. Und nur die Bitte, dass du ihr vielleicht noch nichts sagst. Ich würde okay gern erst persönlich mit ihr sprechen. Hältst du es aus? Ja, ich versuch's, okay, aber klar. Ja. Alles klar. Ich bedanke mich sehr. Dankeschön. Ich freue mich vor allem. Ja, kein Problem, gerne. Jesus. Toll. Sprachlos. Absolut sprachlos. Da habt ihr mich richtig überrascht. Jesus, nein. Karl, du hast es ja jetzt gehört von deiner Nichte, dass es tatsächlich deiner Schwester nicht gut geht. Ne? Ja, die ist vom Parkinson gezeichnet, ja, das muss man sagen. Ich bin dann nach 2-3 Stunden wie verabredet wieder hingefahren, okay, um deine Schwester kennenzulernen. Wir gucken weiter. Ja, wenn jetzt alles geklappt hat, treffe ich jetzt gleich Karls Schwester. Immer wieder ein aufregender Moment. Hallo. Hallo. Alles gut soweit? Ja. Ja? Ist sie da? Komm ich einfach mit? Sie weiß aber noch nichts. Nein. Okay, alles klar. Habt ihr jemand mitgebracht? Hallo. Hallo Heidemarie. Hallo, ich bin die Julia. Hallo. Na, bist du aufgeregt? Ja, ziemlich. Jetzt, ne, wo wir hier, hast du ja schon ein bisschen gedacht, was passiert? Was, ja, ist das für eine Überraschung hier? Ja, ja. Hm? Oh. Gerechnet. Ja, ich merke schon. Können wir uns vielleicht gleich in Ruhe unterhalten ein bisschen? Ja, ja. Dann erkläre ich mal, um was es eigentlich geht. Ja, ja? Okay, ich freue mich sehr. Ist es in Ordnung, dass ich einfach du gesagt habe? Freue dich doch. Da redet sie es leichter. Ja. Alles klar, ich bin die Julia und du die Heidemarie. Ja, Heidi. Heidi. Genau. Ich freue mich sehr. Ich habe Heidi gefunden. Sie hat eine sehr große Ähnlichkeit mit meiner Mutter. Ja, das ist auch mein erster Gedanke. Ganz, ganz toll. Kann ich nie mehr gut machen. Nie mehr. Wir freuen uns, wenn du dich freust.
Freuen ist kein Ausdruck. Ich habe mich mit deiner Schwester unterhalten und mit deiner Nichte. Mhm. Und das siehst du jetzt. Heidi, du hast ja jetzt schon mitbekommen, dass ich hier bin, weil ich auf der Suche nach dir bin. Weil es jemanden gibt, der dich vermisst in seinem Leben. Das ist dein Halbbruder Karl. Wusstest du, dass du einen Halbbruder hast? Nein, überhaupt nicht. Du hörst heute zum ersten Mal davon? Ja. Mhm. Heidi, was weißt du über deine Mutter? Da weiß ich gar nicht viel. Da gab es auch nie Kontakt oder so, ne? Nee, überhaupt nicht. Soll ich dir ein bisschen über deinen Bruder erzählen? Ja. Ja? Ich habe deinen Bruder ja kennengelernt und es ist ein ganz warmherziger, ganz liebenswürdiger Mann. Er hatte eine schwierige Kindheit und unglaublich viele Fragen in seinem Leben. Ich glaube, das ist etwas, was ihr gemeinsam habt. Wenn du möchtest, hätte ich Fotos für dich dabei. Ja. Möchtest du die sehen? Ja. Ich habe deine Mama ja dann ganz am Ende ihres Lebens kennengelernt und das hier ist ein Bild von deiner Mama. Ja, da sind die Haare wie ich. Ja. Den Fuselhaar von ihr, ha? Sie sagt, dass ich sie nicht habe kennengelernt. Ja. Das tut mir auch sehr leid. Ich glaube, sagen zu können, es hätte deiner Mama unendlich viel bedeutet, dass ihr beide euch kennenlernt. Ne? Du und dein Bruder. Glaubst du, es könnte für dich auch innerlichen Frieden bedeuten, wenn du mit deinem Bruder sprechen kannst und vielleicht ein bisschen auch über die Vergangenheit? Könnte ich mir gut vorstellen. Ich kann es mir auch gut vorstellen. Und ich habe noch ein Foto für dich. Von deinem Bruder Karl. Oh je. Ein ganz lieber. Das ist dein Bruder. Das ist gerade schon sehr bewegend für dich, gell? Heidi, was soll ich dem Karl ausrichten, wenn ich ihn treffe? Ja, dass ich ihn schon mal kennenlernen will. Ja? Ja. Also war es gut, dass er mich auf die Suche geschickt hat nach dir? Ja, jetzt hätte ich nie im Leben gedacht, dass da jemand noch ist. Ja. Schön. Wow. Lass mal durchatmen. Oh. Was macht ihr mit mir? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ein Geschenk. Das ist noch einmal ein Geschenk. Oh. Karl, du hast ja gesehen, deiner Schwester geht's ja leider nicht so gut. Das ist der einzige Grund, warum sie heute nicht hier ist. Aber ich soll dir sagen, sie und die ganze Familie erwarten dich sehnsüchtig. Ebenso. Also ich kann's auch kaum erwarten. Vielen, vielen Dank für alles. Sehr gern. Tell me it's a long way down. Tell me 'cause I'm with you now. Karl kann es nicht erwarten, seine Halbschwester endlich kennenzulernen und hat sich direkt auf den Weg nach Stuttgart gemacht. Ja, ich bin sehr aufgeregt. Sie sind Teil meiner Familie. Ich würde sie gerne in den Arm nehmen. Heidemarie hat erst vor wenigen Tagen erfahren, dass sie einen jüngeren Bruder hat. Und sie kann es immer noch nicht so richtig fassen. Karls Suche nach Heidemarie findet jetzt ein glückliches Ende. Heute sehen sich die Geschwister zum allerersten Mal. Hallo. Hallo. Hallo, Entschuldigung. Hallo, grüß dich. Ich bin dein Halbbruder. Oh. Danke für alles. Danke für alles. Ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr. Du. Auch dich kennenzulernen.
Karl und seine Schwester Heidemarie verbindet eine tragische Geschichte. Nach 6 Jahrzehnten aber können beide alle Geheimnisse hinter sich lassen.